Heute freue ich mich sehr, im YouTube-Interview eins meiner Vorbilder zu haben. Patrick Reiser, den ich schon lange kenne, der schon häufig bei uns in der Community auch sehr gute Vorträge gehalten hat. Patrick ist deswegen ein Vorbild, weil er nicht nur spirituell ein Führer ist und ein Mensch, den man absolut bewundern muss, sondern auch sportlich ganz viel erreicht hat. Und lieber Patrick, ich freue mich sehr, dass wir beide heute live uns unterhalten können. André, ich freue mich auch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Mega. Immer wieder schön, dich zu sehen. Kann ich nur zurückgeben, bei dir scheint die Sonne im Hintergrund. Wo bist du gerade? Ich bin gerade hier in der Schweiz, in Amden, das ist in der Nähe vom Walensee. Da haben wir gerade jetzt ein schönes Haus gebaut, mitten in der Natur. Also vor uns sehe ich die Berge, den See, es ist links, rechts, es ist niemand sonst da. Wir haben die nächsten Nachbarn sind irgendwie 300 Meter weiter oben. Und da sind wir jetzt eingezogen im November und haben uns richtig gut eingelebt. Und ja, es ist ein anderer Vibe hier, weil wir kommen ja von der Stadt Zürich, haben dort auch schon ein Haus gehabt, in Kilchberg, Nähe Stadt, aber schon auch noch mal ein bisschen in der Natur. Und jetzt so hier komplett in der Natur zu sein, ist ganz ein anderer Vibe. Also nur, dass die Leute sich das vorstellen können, jetzt hat es gerade geschneit, wir haben so einen kleinen Weg, ist eigentlich keine Straße, ein kleiner Weg, der von unten heraufführt zum Haus und ich komme dort mit dem Tesla X, weil es breit ist, 2 Meter, komme ich knapp hoch, ja, knapp, es passt. Aber im Winter kommst du halt dort nicht mehr hoch. Dann musst du das Auto unten parkieren, läufst 12 Minuten hoch und auch wieder runter. Wir haben uns jetzt so ein Snowmobil geholt, so ein Quad mit so Raupen dran. Und es ist einfach anderes Leben hier, ne? Es ist einfach anders hier. Aber es ist richtig schön, ja. Das zeigt ja auch schon so ein bisschen ganz gut, worüber wir heute reden, dass der Patrick einfach anders ist und dadurch eben auch eine extreme Entwicklung durchläuft. Und das ist auch spannend für die Börse. Patrick und ich, wir haben uns vor 3 Jahren kennengelernt, wo ich ihn als Speaker auf einem Kongress gesehen hatte in Wiesbaden, hat mich sehr beeindruckt, hat ihn dann auch direkt zum Community-Treffen eingeladen, wo er unsere Leute sehr beeindruckt hat, weil Börse hat dann doch viel mehr mit Emotionalität zu tun, als man glaubt. Und Patrick ist eben nicht nur in diesen Themen sehr weit, sondern ist auch seit langer Zeit schon Tesla-Aktionär und hatte mich damals auch probiert, von Tesla zu überzeugen. Ich war skeptisch und er war die letzten Jahre sehr erfolgreich dabei, also da Hut ab, da lernt quasi hier der Meister an der Börse noch vom Schüler von dir in dem Fall. Also da Respekt an dich. Patrick, wir wollen heute über Psychologie reden, wir wollen über Emotionalität reden, wir wollen auch über das Thema Mindset sprechen. Du hast ja dieses schöne Credo, dass du quasi nur von innen auch nach außen frei werden kannst. Das finde ich unglaublich wertvoll. Fass doch vielleicht mal kurz zu deiner Arbeit und deinen Weg auch für die Leute zusammen, weil der ist unglaublich spannend. Beschreib doch einfach mal, wer du bist. Ja, das ist immer so eine Frage, wie viel Zeit haben wir? Ne? Ich versuche es richtig kompakt zu halten. Ich habe auch in meinem neuen Buch geschrieben, Lebensmeisterschaft, was jetzt gerade übrigens rausgekommen ist. Bei mir gab es so einen ganz interessanten Moment in meinem Leben. Und zwar war ich da 14 Jahre und ich war hyperaktiv. Ich habe immer bestimmte Sachen machen wollen. Ich konnte nie ruhig sitzen. Und ich bin dann ins Pfadfinderlager gegangen. Also hat mich angemeldet. Meine Mutter hat mich angemeldet, weil sie es nicht mehr mit mir ausgehalten hat. So, geh zu dem Pfadfinder, da kannst du dich austoben. Und da gab es so ein Pfadfinderlager, wo wir draußen in den Bergen im Schlafsack auf einer Weide geschlafen haben, im Freien. Und das war so eine sternenklare Sommernacht. Und ich blickte in dieses unendliche weite Universum hinauf. Und jedes Mal, auch heute noch, wenn ich so die Sterne schaue und ich mir vorstelle, dass so ein Stern eine Sonne ist mit Planeten rumherum. Und das ist nur ein kleiner Teil. Da gibt es Milliarden von Galaxien. Also das ist einfach immer krass für mich, diese Unendlichkeit mir vorzustellen. Und ich habe mir da diese Gedanken auch gemacht. Was bedeutet Unendlichkeit? Und was ist, wenn ich sterbe? Und habe mich mit dem Tod beschäftigt als 14-Jähriger. Und ich habe mir überlegt, okay, was passiert, wenn ich sterbe? Was ist denn da? Und habe dann auch schnell überlegt, ja, ich kann ja gar nichts mitnehmen. So, wenn ich sterbe, Körper kann ich nicht mitnehmen, das ganze Geld, was ich verdienen werde, Immobilien, Auto, ich werde nichts mitnehmen können, nicht mal die Beziehungen. Und dann kam der Gedanke, aber was wäre, wenn ich dann all die Erinnerungen, die ich habe, also das, was ich erfahre während meines Lebens, die Momente, wenn ich die wenigstens mitnehmen könnte. Das war so der Gedanke damals. Ich habe mir vorgestellt, wie wenn alles, was ich erfahre, gespeichert wird in einer Computerfestplatte. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das nicht mitnehmen könnte, wenn ich sterben würde, dann würde ich es zumindest in meinem Herzen tragen bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe all in im Leben.
ich gehe all in. So, ich will alles. Ich öffne mich für jede einzelne Erfahrung. Ich wusste schon insgeheim, ich kann mich nicht nur für die guten Erfahrungen öffnen, sondern ich muss mich zwangsläufig auch für die schlechten Erfahrungen öffnen. Ich muss mich für alles öffnen. Ich öffne mich zu 100% für dieses Leben. Ich gebe mich dem Leben hin, ich verschenke mich. Und das war so ein Ruf damals mit 14, so ein Ruf, den ich wahrgenommen habe. Der kam in Form von Gedanken, von Gefühlen, von einer Art Ahnung, von Bildern. Und ich wusste einfach, dass dieses Leben unendlich kostbar ist und ich jeden Moment genießen möchte. Das heißt, in diesem Moment entwickelte ich ein Gespür für den Wert der eigenen Existenz, also für den Wert von diesem einen Moment. Und das hat super viel verändert, weil das hat dazu geführt, dass ich habe immer eine meiner Lieblingszitate, war: alles, was du im Leben machst, ist mit Risiko verbunden. Und alles, was du nicht machst, ist es auch. Und ich bin einfach rausgegangen in die Welt, offen, offen, offen. Dann habe ich verschiedene Sachen ausprobiert. Ich war in der Armee, bei Militärpolizei gegründet, die Versicherungen habe ich verkauft, als Türsteher, Personenschützer, im Online-Marketing-Unternehmen. Ich bin früh reisen gegangen. Mit 14 Jahren habe ich mit 5 Freunden bin ich nach Mallorca geflogen und war jetzt in über 44 Ländern unterwegs. Ich bin in Kontakt gekommen mit unterschiedlichsten Kulturen und Menschen aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten, einfach weil ich immer hundertprozentig offen durch diese Welt gegangen bin. Und das hat mir super viel ermöglicht und einfach viel gebracht. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe viel ausprobiert. Ich habe immer versucht, meine Berufung zu finden. Ich wusste nie richtig, was ich machen möchte. Nach der Schule habe ich Kaufmann-Ausbildung gemacht, weil ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich den Anschluss verliere. Und ich wusste, okay, solide Ausbildung, dann kann ich immer noch in jede Richtung gehen. Und dann war ich auf der Versicherung lange, für mich lange, 6, 7 Jahre. Und habe dort gutes Geld verdient. War super. Konnte mir vieles leisten. Aber ich war irgendwie innerlich so nicht hundertprozentig erfüllt, weil ich wusste einfach, hey, da gibt noch mehr. Es muss noch mehr geben im Leben. Und ich wollte immer mein eigenes Ding machen. Viele verschiedene Sachen ausprobiert. Parklieferservice haben wir mal versucht aufzubauen, wo wir mit Casinos und Restaurants in Kontakt gekommen sind. Und wir gesagt haben, hey, eure Kunden, die müssen nicht parkieren. Wir parkieren das Auto für sie. Ne? Habe ich von Amerika gesehen und so weiter und so fort. Immer wieder Sachen ausprobiert. Und dann 2013, da ist auch wieder so etwas Krasses passiert, weil seit ich 14 Jahre alt bin, trainiere ich Kraftsport. Ich gehe ins Fitnessstudio, trainiere. Und 2013 habe ich mitgemacht an der Natural Bodybuilding Meisterschaft in der Schweiz. Und das auch mehr per Zufall, weil mich jemand angesprochen hat und gesagt hat, hey Patrick, du musst mitmachen, du bist ein Talent. Ich wollte nicht mal auf die Bühne, weil jeder kennt das wahrscheinlich, so dieses Bild von den Bodybuildern mit dem Slip und mit der Farbe und dann auf der Bühne posen, das war nicht mein Ding, überhaupt nicht. Aber ich habe mir das angeschaut 2012 und das hat mich motiviert, dann zu schauen, okay, wie gut bin ich wirklich, und habe dann 2013 mitgemacht, wurde direkt Schweizer Meister, konnte nach Boston an die Weltmeisterschaft und bin dann dort Dritter geworden. Und dann hat mich das gepackt. Weil ich dachte, hey krass, ich kann irgendwo wirklich Weltspitze sein. Und das mit dem Hobby. Ich liebe es zu trainieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte Weltmeister werden. Und dann habe ich parallel einen YouTube-Channel aufgebaut, wo ich meinen Weg, meine Entwicklung dokumentiert habe. Das Ziel war dieses YouTube-Channels, dass ich dieses Natural Bodybuilding, also wie kannst du auf eine natürliche Art und Weise Muskeln aufbauen, ohne Steroiden, ohne Doping, sondern ganz natürlich, mit natürlicher Ernährung, mit Proteinshakes, was du halt alles kaufen kannst, auch in den Läden, wie kannst du natürlich Muskelmasse aufbauen? Und das habe ich in meinen Videos und auf meinen sozialen Plattformen geteilt mit meiner Community. Und das ist ziemlich schnell durch die Decke. Ich hatte schnell mal 40, 50, 60.000 Abonnenten, weil ich dann mit meinem damaligen Geschäftspartner Mischa, wir haben nachgesagt, wir möchten das revolutionieren. Wir sind dann nach L.A. geflogen, ans Venice Beach, haben mit den größten Fitness- und Bodybuilder, Models und Athleten zusammen Videos gemacht. Wir sind nach Südafrika, wir sind nach Australien gereist, nach Costa Rica, nach Kolumbien, und überall haben wir diesen Lifestyle halt gezeigt. Das gab es damals in Deutschland noch nicht. Und das ist super gut gelaufen. Ich habe jetzt auf dem YouTube-Channel 43 Millionen Klicks, Aufrufe, einfach weil die Leute das so gefeiert haben. Und parallel habe ich dann natürlich auch Business aufgebaut. Sportbekleidungsunternehmen, vegane Supplement-Linie, wir haben Online-Trainingsprogramme gemacht. Wir haben dann 2016 den größten
Event in unserer Branche organisiert, einen eigenen Wettkampf mit 1600 Menschen und 160 Athleten und Athletinnen und so weiter und so fort. Also einfach, so hat sich das aufgebaut. Und so habe ich dann 2014 gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich die Versicherung, wo ich kündigen muss und ich jetzt mein eigenes Ding mache. Und so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Das war so der Ruf des Lebens. Und dann 2016 war so der Höhepunkt, aber gleichzeitig auch einer der Tiefpunkte meiner Karriere, weil alles lief super. Wir hatten Rekordumsätze gemacht mit allen unseren Unternehmen. Klicks von meinen YouTube-Videos damals, ungefähr 100.000 Klicks. Ich hatte 4 Wettkämpfe gemacht in Miami, Sacramento, LA. Und habe aber dann am Ende des Jahres gemerkt, oh shit, ich fühle das jetzt gerade nicht mehr so. Also dieses Bodybuilding, ich fühle es nicht mehr. Es wurde mir zu flach, es wurde mir zu stumpf. Ich hatte keine Lust mehr, jetzt das 100. Video zu machen, wie du einen dicken Bizeps aufbauen musst. Es ist einfach so monoton geworden. Und ich merkte, hey, es wird mir zu eng und ich muss da wieder ausbrechen. Und es ist so, weil ich seit 14 Jahren trainiere und mich immer schon früh fasziniert hat, wie dieses Zusammenspiel von Körper und Geist ist. Weil ich habe schnell gemerkt, okay, Körper bewegt sich, ja, passiert was, aber gleichzeitig passiert auch etwas mit meinem Inneren. Diese Dynamik zwischen innen und außen hat mich immer schon fasziniert. Und vor allem ist es auch so, wie soll ich vorstellen, in meinen besten Wettkampfzeiten, da habe ich mein Körperfett heruntergehungert auf 5,8% Körperfett. Also es ist, das kann man sich fast gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man das noch nie gemacht hat. Aber teilweise wurden meine Beine so schwer, also dass es schwierig war, auch zu laufen, weil die Beine so schwer waren. Oder zum Beispiel, als ich mich hingesetzt habe auf einen Stein, dann habe ich Schmerzen gehabt am Arsch, weil da einfach keine Fettschicht mehr war. Da war einfach nur noch Haut und Muskulatur. Und du hast auf der Muskulatur, siehst du dann so Streifen auch. Ne? Also es sieht dann nicht mehr gesund aus. Es sieht dann wirklich einfach crazy aus. Auch krank, muss man sagen. Aber es gehört zu diesem Sport. Und als ich mich so runtergehungert habe und den Körper in so eine Position gebracht habe, dass er wirklich fast vorm Tod ist, also hätte es mich eine Woche einsperren können und essen, ich wäre wahrscheinlich gestorben. So in dieser extremen Situation habe ich natürlich auch nochmal ganz andere innere Erfahrungen gemacht. Und weil mich das schon immer fasziniert hat und ich auch in meinen Videos nicht nur Bodybuilding-Content gemacht habe, Lifestyle, Ernährungsvideos und immer auch über das Mindset gesprochen habe, weil das ein großer Teil dieses Sportes ist, habe ich mich 2016 dazu berufen gefühlt, jetzt mehr in diese Richtung zu gehen, also mehr Richtung Mindset, mehr in Richtung das Thema Bewusstsein und habe dann alles mehr in diese Richtung umpositioniert. Also viele Leute sind gegangen, als ich keine Fitnessvideos mehr gemacht habe, neue sind dazugekommen und habe mich also dann in diesem Jahr umpositioniert, habe eine Firma gegründet, Human Elevation, mit der wir Menschen darin unterstützen, sich von innerer Unruhe und Rastlosigkeit zu befreien, ja, innere Ruhe, Kraft zu finden und sich auch selbst zu verwirklichen. Und das ist das, was ich jetzt seit 2016 mache. Das wurde dann immer intensiver und größer und größer. Und jetzt habe ich versucht, all das, so viele Sachen sind passiert, richtig kompakt zusammenzufassen. Und zu sagen, ja, da bin ich jetzt heute. Ne? So, meine größte Leidenschaft ist es, Menschen zu unterstützen, sich evolutionär weiterzuentwickeln. Also wenn sie Herausforderungen haben, wo sie merken, sie kommen da nicht mehr alleine vorwärts. Vielleicht sind alte Wunden da. Oder sie haben einfach nicht wirklich den Plan, wie können sie die Situation verlassen. So, dann kommen sie zu uns, wir unterstützen sie dabei. Einfach gesagt. Ja, spannend. Und Patrick, was du sagst, spricht mich total an, weil du so echt bist als Typ. Und wir kennen uns ja auch schon einige Jahre. Und alles, was du sagst in der Reise, habe ich jetzt zumindest ein Stück weit mitbegleitet. Und ich finde diese Parallele zur Börse, und das mag für den einen oder anderen jetzt komisch klingen, aber die ist so extrem groß, weil diese innere Reise, die hast du an der Börse auch sehr stark, diese inneren Herausforderungen und auch diese Konflikte, die du beschreibst. Und wenn jemand schon zu dir kommt, dann ist er ja so weit und öffnet sich schon. Jemand, der vielleicht noch einen blinden Fleck hat und das gar nicht sieht, der kommt dann gar nicht weiter und dann denkt man vielleicht, die Börse ist nur rein rational, es geht einfach nur um eine klare Handelsstrategie und dabei ist es dann doch viel mehr, weil die Emotion dann unglaublich viel eine Rolle spielt. Das hast du ja in deinem Buch Lebensmeisterschaft auch gut beschrieben. Gib uns da vielleicht mal einen Einblick, weil du kennst ja alle Welten. Du kennst das Rationale, aber du kennst das Emotionale auch sehr gut. Hast ja auch viele sehr schöne Erfahrungen gesammelt und hast ja wirklich noch viel mehr erlebt, als du uns jetzt kurz beschrieben hast. Das ist absolut beeindruckend, weil du wirklich all in bist.
finde das so echt bei dir. Und sag doch mal, jetzt auch aus Sicht eines rationalen Menschen, so einen Börsianers, was steht da vielleicht noch, was kommt da noch dazu? Wie könnte man an diesem Beispiel, ja, ich weiß, Aktien steigen langfristig, ist ja zum Beispiel ein ganz leichtes Beispiel, wie könnte man vielleicht die nächste Ebene auch erreichen und dann emotional da auch mitgehen? Was sind so deine Erfahrungen, die du da auch gemacht hast in dem Bereich? Also ich denke, was super wichtig ist, ist, wenn du die Realität möglichst ganzheitlich sehen kannst. Ich glaube, das gibt dir auch einen Vorsprung bei der Börse. Weil es ist so, erstens mal braucht es eine gewisse ganzheitliche Sicht auf uns selbst, als ein Individuum, als wer sind wir? Und wir können uns natürlich sehr einfach betrachten und sagen, okay, ja, da ist ein Körper und that's it. Aber wir sind ein sehr komplexes, multidimensionales System. So kann man uns beschreiben. Ohne Hokuspokus, aber wir haben Fleisch, Blut, Zellen, Knochen, aber da gibt es auch Gedanken, ja, Bilder, die hinter den Gedanken dranhängen. Also gibt es hier einen mentalen Körper, wenn du so sehen möchtest. Gleichzeitig ist es aber auch so, da gibt es noch etwas, was subtiler ist, nämlich deine Gefühle, Emotionen. Das ist auch ein anderer Raum, der da ist. Es fühlt sich anders an. Und dann gibt es aber gleichzeitig auch noch etwas, was tiefer ist, und das ist dein Gewahrsein, dein Bewusstsein. Weil dein Bewusstsein umfasst deine Gedanken und umfasst die Gefühle. Das sind verschiedene Schichten von dir selbst. Und ich finde es wichtig, erstmal Kontakt und Verbindung aufzunehmen mit diesen einzelnen Schichten von dir selbst, weil dann kannst du dich selbst viel besser verstehen. Dann kannst du vielleicht verstehen, wenn du gerade einen Trade machst oder etwas passiert auf der Börse, dann kannst du sehen, wow, krass, das passiert jetzt gerade in mir. Also kommen Gedanken, Bilder, die lösen diese Gefühle aus, die lösen diese Handlung aus. Okay, Moment mal schnell, möchte ich das wirklich? Um was geht es wirklich? Was ist die Absicht? Nochmal hierher kommen in den gegenwärtigen Moment, bevor du direkt eine Entscheidung machst, die du vielleicht dann später bereust. Ja? Und darum sage ich, es ist sehr wichtig, diese multidimensionale Sicht auf uns zu bekommen und das auch wahrzunehmen. Also wahrzunehmen, was passiert in mir, weil da passieren ganz viele verschiedene Dinge und man kann das auch trainieren. Ja, das ist wie beim Wein. Du trinkst, vielleicht trinkt jemand gerne Wein und kennt sich mit verschiedenen Weinen aus. So, du kannst mir die 10 teuersten Weine hinstellen, die es gibt auf dieser Welt, und dann kannst du mir den billigsten hinstellen von Aldi und ich trinke die und ich merke keinen Unterschied. Und dann gibt es Leute, die sagen, Mensch, das ist 2016, Merlot, 2013 in Südafrika. Und ich frage mich, wie geht das? Ja, warum? Weil er sein Bewusstsein auf das trainiert hat. Ja? Es ist feiner geworden, der Geschmack. Es ist intensiver geworden. Und so kannst du halt das auch machen mit dir selbst und mit Realität. Weil die meisten Menschen haben den Fokus auf das, was da draußen passiert, auf die äußere Welt. Dort ist die ganze Physik zu Hause, die Biologie. Dann gibt es natürlich Chaosforschung, Systemtheorie. Das geht alles in den Bereich im Außen. Wie funktionieren Systeme von außen? Wie funktioniert die Kultur? Was passiert? Die beobachten das. Der Behaviorismus geht in diese Richtung. Aber dann gibt es noch eine ganz andere Richtung, und das ist das im Innen. Dort ist die Psychologie natürlich mit drin, auch die Phänomenologie, aber auch die transpersonale Psychologie. Und ich schaue, wenn ich Menschen begleite und coache, ich schaue mir alles an, weil ich kann nichts weglassen, weil alles ein Teil der Realität ist und alles gibt das große Ganze. Sobald ich mich nur auf einen Punkt fixiere, dann fehlen mir die anderen Punkte und dann fehlen mir viele Informationen. Und ich denke, das ist wichtig, dass uns das bewusst ist, weil wir sind immer nur ein Teil, ein kleiner Teil der Realität. Wir können aber mit bestimmten Dingen, bestimmtem Wissen und bestimmten Praktiken schauen, dass wir einen ganzheitlichen Blick auf Realität haben. Genau, und ich denke, das ist wichtig, ja. Also hier geht es dann, ja. Entschuldige, lass uns da gerne gleich auch praktisch noch einsteigen. Vorher noch der Hinweis, also das ist ja auch mit diesem ATM-Modell, was die Leute bei mir in der Ausbildung bekommen, Analyst, Trader und Manager. Das ist ja genau die Komponente, die du auch beschreibst. Du kannst jedem eine rationale Strategie beibringen, ganz einfach, Aktien gehen langfristig nach oben. Aber du kannst eben nicht das emotional managen, wenn dann eben wie in den letzten Tagen vielleicht auch die Börse mal 15% oder 20% in einzelnen Aktien fällt, weil dann eben plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung ist. Und dieses Rationale, dieser Analyst in meiner einfachen Welt, dann durch diesen Trader dieses Emotionale auch viel mehr dominiert wird und gesteuert wird. Und wenn du vor 2 Wochen noch gesagt hast, ja, ich bin Buy-and-Hold-Investor, dann fällt es dir aber in diesem Moment wieder schwer, weil du eine ganz andere Erlebenswelt hast. Und dann
dein Außen dich viel mehr kontrolliert und dein Innen dann sehr unruhig ist. Du richtig hast gesagt, das, richtig das. Und ein weiterer Punkt ist, wenn du möglichst gut traden möchtest, ist ja auch wichtig, dass du etwas verstehst von den sozialen Dynamiken. Also was passiert dann in einzelnen Menschen, rational, aber auch emotional? Und was hat das für Auswirkungen auf das Verhalten? Und das kannst du anwenden auf einzelne Menschen, auf Individuen, aber auch auf gesamte Kulturen, Kollektive. Und da gibt es eben auch Innen und Außen. Ne? Wie ist eine Kultur? Was ist da drin? Und Kultur von einer Firma, Kultur von Ländern. Das ist, ich denke, auch super wichtig, wenn du dort ein gesamtheitliches Bild hast, damit du dann besser analysieren kannst und investieren kannst. Da gebe ich dir ein ganz praktisches Beispiel. Also ich habe zum Beispiel einen Indikator, da schaue ich mir das Sentiment der privaten Investoren an, die halt unerfahren sind und in unprofessionellen Produkten sind. Und von denen mache ich das Gegenteil. Dann nehme ich quasi diese Information vom Außen auf, sage, okay, die Emotionalität des Einzelnen akkumuliert in diesem Sentiment, sagt mir eben, dass die Leute gerade ängstlich sind, dann geht es eher nach oben, oder dass sie euphorisch werden, dann geht es nach unten. Und da muss ich aber trotzdem für mich ja noch in der Lage sein, das so umzusetzen. Du hast von Techniken gesprochen, das finde ich immer spannend, weil das immer sowas ist, was die Leute direkt mitnehmen können. Da denke ich dann direkt an Meditation, denke ich an Achtsamkeit, das ist ja auch ein sehr, sehr gutes Training entwickelt, was ich auch schon genossen habe. Was sind so die Erkenntnisse vielleicht der letzten Jahre und was wäre so die beste und einfachste Methode auch vielleicht, um sich mehr mit seinem Inneren auseinanderzusetzen im positiven Sinne und vielleicht mal auch anzufangen, gerade wenn das jetzt alles noch zu abstrakt ist? Was wäre so dein Tipp? Wie kann man jetzt wirklich loslegen, wenn man mehr Bezug zu sich selber haben möchte? Ja, das ist schon angesprochen. Meditation ist natürlich ein großer Begriff, Meditation. Ne? Da gibt es Leute, die sagen, oh, Spiri, mit dem wir nichts zu tun haben. Wenn dir das Wort Meditation nicht gefällt, dann nimm einfach Kontemplation. Ja? Was dort wichtig ist, ist, dass wir ein Werkzeug finden, in dem wir unsere Selbstwahrnehmung mehr kultivieren können. Und Selbstwahrnehmung bedeutet einfach, das ist deine Kapazität, deine Kompetenz, jetzt gerade voll bei dir zu sein. Also ich kann mich voll auf dich einlassen, ich kann mit dir in Beziehung treten. Aber wie funktioniert dieses In-Beziehung-Treten? So ein richtiges In-Beziehung-Treten funktioniert ja nur, wenn ich mich jetzt gerade fühle, ich kann dich fühlen und ich kann dich fühlen, wie du mich fühlst. Und dann treten wir in eine Beziehung rein. Da gibt es einen inneren Wir-Raum, es gibt ein Wir-Gefühl. Aber das heißt auch hier, wenn du deine Beziehungen vertiefen möchtest, mit Ehefrau, Mann, Unternehmen, also mit Mitarbeitern, es beginnt alles immer in dir. Sogar die Beziehung zu der Welt, zum Kosmos beginnt immer in dir. Und dort eine gute Technik ist eine Art Meditation, Kontemplation, wo du dir 10 Minuten am Tag nimmst. Es muss auch nicht täglich sein. Du kannst reinstarten mit 3 oder 4 Mal. Du setzt dich hin, du schließt die Augen und du schaust einfach mal, was passiert denn jetzt gerade da in dir? Es ist relativ schwierig, das alleine zu machen, ohne dass dich jemand dadurch führt, dass dich jemand begleitet, weil du wirst schnell merken, wenn du einfach für 10 Minuten still sitzt, dann ist es gar nicht still, sondern dein Verstand ist ständig mit etwas beschäftigt, ist irgendwo in der Vergangenheit, irgendwo in der Zukunft, was soll ich noch machen? Oder hey, wie sieht es mit der Tesla-Aktie aus? Ja, möchte ich reingehen, muss ich nochmal anschauen, jeden Tag anschauen und so weiter und so fort. So, das heißt, hier ist es gar nicht ruhig. Und vielleicht, wenn du die Augen schließt und du mehr die Aufmerksamkeit auf den Körper richtest, auf deine Emotionen, auf die Gefühle, dann nimmst du vielleicht wahr, oh, da ist Unruhe da, ja. Das Knie bewegt sich hin und her. Ah, okay. Aber das sind alles ganz wichtige Elemente, wichtige Faktoren. Wenn du dort eintauchst und das wahrnimmst, dann das ist kommuniziert. Also deine innere Unruhe ist dafür da, weil sie möchte dir was sagen. Also nicht einfach so da. Angst, Wut, Freude, Trauer, Scham, Ekstase. Jedes Gefühl hat eine wertvolle Botschaft, die es mit sich bringt. Doch wenn wir dieses Gefühl nicht mehr fühlen können, weil wir uns abgekapselt haben durch auch dramatische Erlebnisse in der Vergangenheit. Und es muss nicht mal so schlimm sein. Ne? Also, es können ganz einfache Sachen sein, wie zum Beispiel, als ich in der Schule war, ich habe Mathematik gehasst. Und ich weiß noch, wie ich zu Hause meine Hausaufgaben gemacht habe, ich Mathematik lernen musste und ich habe es nicht verstanden. Und mein Vater war im Raum und hat mir das gezeigt. Aber das auf eine Art und Weise gezeigt, dass er manchmal ausgerastet ist, weil ich es nicht kapiert habe. Und ich mir gedacht habe, ich bin dumm.
Und alleine das hat eine bestimmte Wunde in mir ausgelöst, die immer noch irgendwo da ist und die mich aber immer wieder auch berührt in bestimmten Umständen. Also wenn ich das nicht weiß, diese Wunde nicht verstehe, dann werde ich von den Emotionen immer übernommen. Und es ist nicht so, dass ich die Emotion habe und ich führe sie, sondern sie hat mich und ich verliere die Kontrolle. So, das heißt, hier, wenn du diese Kontemplation, Meditation machst und eintauchst, dann kannst du erforschen, was ist hier. Wenn du tiefer eintauchst und dich mehr mit der Materie beschäftigst, dann kannst du kommunizieren mit den Gefühlen, die da sind. Und das ist ein guter Weg, um wieder mehr mit dir selbst in Kontakt zu kommen. Weil ich sage, wenn du nicht die Augen schließen kannst und für 20 Sekunden einfach nur Stille hast, keine Gedanken, nichts, nur Stille, einfach hier sein kannst, dann, dann solltest du meditieren. Dann solltest du beginnen mit Meditation. Das ist sehr wichtig. So. Und gleichzeitig ist es auch so, ich glaube, viele Männer sind auch, hauptsächlich Männer auch bei dir wahrscheinlich, sind tendenziell eher Männer, die investieren. Ne? Ist das so? 70%. Ich denke, das wird sich in Zukunft auch noch ändern. Das ist eh spannend, männlich-weiblich, wie sich das auch entwickelt in der Gesellschaft. Und vor allem Männer haben die Tendenz, vor allem Männer, ich sage jetzt mal, die noch eine Generation weiter sind als ich. Also ich bin 86er Jahrgang, Generation meines Vaters und weiter. So, die haben oft einen schwierigen Kontakt oder fast keinen Kontakt zu ihren Gefühlen, weil es einfach so, das wurde durch die Kultur, in die sie geboren wurden, und sie haben es nie gelernt, mit ihren Gefühlen umzugehen. Und da musst du dir vorstellen, dann fehlt dir eine enorme Dimension von in der Welt sein. Und das kann man durch Meditation zum Beispiel auch wieder aufbauen. Aber nicht nur. Also es gibt zum Beispiel Breathwork, ja, also verschiedene Atemtechniken, die du machen kannst, um bestimmte innere Blockaden wieder zu lösen und Gefühle wieder zu fühlen. Es gibt zum Beispiel in meinem Buch, schreibe ich über Schattenarbeit. Das ist ganz wichtig. Schattenarbeit ist aus meiner Perspektive, wenn du wirklich frei sein möchtest. Und wenn ich sage frei, dann meine ich auch emotional und mental frei. Dann ist Schattenarbeit unumgänglich. Weil, schau, ich erkläre es dir nur mal ganz kurz, weil es ist ein komplexes Thema, aber ich habe es in meinem Buch sehr, sehr einfach geschrieben, dass es einfach zu lesen ist, dass es jeder versteht. Und du kannst davon ausgehen, dass jedes Mal, wenn du nicht ruhig hier sitzen oder hier stehen kannst, wenn jemand etwas tut oder jemand etwas sagt oder irgendetwas passiert, wenn du merkst, da kommt Empörung, da kommt Wut, da kommt Groll oder Ärger, du regst dich so auf über deine Frau oder du regst dich so auf über was auch immer. Ne? So, dann hat das nie in erster Linie mit der Person oder mit dem Ereignis da draußen zu tun, sondern es hat immer etwas mit dir zu tun. Also das, was da gerade gesagt wird, was die Frau sagt, was sie macht, löst in dir eine Wunde oder trifft eine Wunde in dir. Und jetzt kannst du einfach normal immer weitermachen und ärgerlich sein zu deiner Frau und dich jedes Mal aufregen bis zum Ende des Lebens. Oder du kannst sagen, Moment mal schnell, ich möchte herausfinden, was hat das mit mir zu tun? Und ich möchte diese Wunde heilen, weil ich da frei sein möchte, weil ich mich nicht jedes Mal wieder aufregen möchte, sondern ich möchte frei von diesem Ärger sein. Ich möchte locker Leichtigkeit in meinem Leben spüren, Freude in meinem Leben spüren. So, dann musst du bestimmte Dinge tun. Ne? Schattenarbeit ist da auch ganz wichtig, dass du eben verstehst, diese Trigger, diese Auslöser verstehen zu lernen und dann das auch zu dir nach Hause zu holen und das aufzulösen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Coaching, Therapie, ganz wichtig. Ne? Also das, was wir auch machen, Coaching, Therapie, hast du halt wie einen Spiegel, in den du reinschauen kannst und du merkst, krass, das habe ich nicht gesehen. Okay, mega, geil, mache ich was damit. Das allein ist schwierig alleine. Und dir selbst in die Augen zu sehen, ohne einen Spiegel, schwer, wie willst du es machen? Muss einen See finden. Dann ist es auch ein Spiegel. Also es ist total spannend. Ich glaube, vor 5 oder 10 Jahren hätte ich nicht ansatzweise verstanden, was du sagst und welche Reise du auch beschreibst. In den letzten Jahren, ich war ja auch viel bei amerikanischen Börsencoaches, habe ich das immer mehr mitbekommen, wie viel die Psychologie da auch eine Rolle spielt. Und wenn du sagst Meditation oder generell auch Konzentration oder Templitation, das kann ja nennen, wie du willst, oder auch Sport ist ja auch ein ausgleichendes Element. Es führt zu so anderen subjektiven Wahrnehmungen der eigenen selbst. Und das ist halt relevant,
Trainerkollege von mir sagt immer, die Börse ist auch ein großer Spiegel. Und das Problem ist, wenn du das Spiegelbild nicht magst und dann trotzdem auch nicht davon loskommst, da entstehen Prozesse, gerade eben für die Generation, die du auch beschrieben hast, die halt niemals dir ermöglichen, egal wie viele gute Strategien ich dir beibringe, dass du an der Börse erfolgreich bist, weil dann irgendwo eine Blockade ist. Und natürlich Coaching, Therapie sind die besten und weitreichsten und tiefsten Erfahrungen. Aber davor, was du beschrieben hast, sind ja auch schon die ersten Einstiege. Also ich glaube, wichtig ist, man muss sich mit diesen Dingen beschäftigen, wenn man weiter im Leben kommen möchte und dieses Thema Erfüllung auch irgendwo leben will. Es ist schwer für die Welt, die nur rational ist. Das habe ich auch. Vor 10 Jahren hätte ich das Gespräch mit dir gar nicht verstanden. Heute ist es für mich ein Hochgenuss. Ich freue mich eben auch, dann noch tiefer einzusteigen in den nächsten Monaten, um bei dir auch Programme buchen zu dürfen. Und jeder, der jetzt sagt, hey, da hat irgendwas in dem Gespräch zwischen Patrick und André mich angesprochen. Da war irgendwas, wo ich merke, Mensch, das ist vielleicht eine neue Welt. Es gibt mir vielleicht auch eine neue Perspektive. Du hast es schon angesprochen, das Buch kann ich sehr, sehr empfehlen. Lebensmeisterschaft von Patrick, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Ist wirklich wunderbar geschrieben. Es ist einfach, es ist klar. Es ist wirklich in der Botschaft her, auch so wie du es beschrieben hast, etwas, wo sich jemand, der sich gar nicht damit auseinandersetzt, sehr weit entwickeln kann, aber auch jemand, der vielleicht schon Erfahrung hat, immer noch eine neue Dimension bekommt. Zum Beispiel das Thema Schattenarbeit, das kenne ich gar nicht, obwohl ich auch Coaching-Ausbildung habe mit dem NLP. Ist auch total ein spannendes Thema. Und ich kann jedem nur raten, ich gebe dir gleich das Schlusswort, lieber Patrick, ich kann jedem nur raten, auch wenn du an der Börse besser werden willst, und da schließt sich hier auch so ein bisschen der Kreis, oder auch in jedem anderen Bereich, es kann der Sport sein, es kann die Familie sein, es kann aber auch der Umgang mit sich selber sein, dann sollte die Reise ins Innen gehen. Und die Börse ist weder gut noch schlecht, der Stop ist weder gut noch schlecht, die Strategie ist weder gut noch schlecht, die ist einfach, wie sie ist. Und dein Umgang mit den Dingen ist relevant. Und wenn du in diesen Punkt kommst, dann hast du jedem anderen da draußen was voraus. Aber das ist gar nicht wichtig, sondern viel wichtiger ist, du kannst halt für dich in Freiheit leben und du kannst eben vieles von dem, was dann rational besprochen ist, auch tatsächlich nutzen. Also ich finde das genial. Es ist immer schwer reinzukommen, das verstehe ich. Ich habe auch, bin ich ehrlich, jahrelang Yoga gemacht, ich habe jahrelang regelmäßig meditiert. Ich war dann irgendwann raus, ich komme auch nicht mehr rein. Mhm. Ist auch total spannend, wie sich so ein Leben auch verändert. Es ist aber auch okay, ich bewerte das nicht. Ich merke aber auch, und deswegen genieße ich auch den Kontakt so mit dir, lieber Patrick, dass da jetzt wieder so ein Punkt erreicht ist, wie mit dir beim Bodybuilding, wo es halt mit der Reise nach innen einfach mal weitergeht und das Gleiche immer wieder dann eben auch eigentlich mal weiterbringt. Und so war es auch im Trading. Der größte, wirklich der härteste Cut, wo ich von einem normalen Portfolio-Manager oder Trader wirklich aufgestiegen bin, war wirklich diese Abstraktion zwischen Analyse und Trader, wirklich diese Dimension des Rationalen auf der einen Seite, das hat seinen Raum, das muss auch da sein, und das Emotionale auf der anderen Seite, wo es eben darum ging, nicht mehr zu rationalisieren, sondern wirklich zu emotionalisieren, das zuzulassen, das ist ein ganz anderes Mindset, das ist ein ganz anderer Hut, den man aufhat, und wo ich das geschafft habe, das zu trennen, und so bildet es ja auch aus, habe ich für mich den größten Sprung gemacht, bin da eben viele Schritte gegangen, weiß aber auch, die Reise ist da nie zu Ende, und das ist ja auch das Schöne, wir dürfen uns immer weiterentwickeln, und ich glaube, da bist du auch ein sehr guter Partner, da freue ich mich auf ganz viel Zusammenarbeit. Wie gesagt, wer den Patrick auch mal kennenlernen will und ihn vielleicht auch schon aus der Community kennt, nochmal ein bisschen mehr einsteigen will. Ich kann dieses Buch nur empfehlen. Wir werden das in den Shownotes natürlich auch noch verlinken. Und lieber Patrick, ich freue mich sehr, dass wir in Kontakt sind. Es fühlt sich sehr gut an. Und das finale Schlusswort geht natürlich an dich. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du da das Buch so promotest. Und klar, schau, am Ende des Tages, du musst nicht meditieren, weil es gibt viele Leute, die sagen, oh, Meditation ist nicht wichtig. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wenn du sagst, du möchtest ein freies Leben, du möchtest Freiheit, Freiheit ist ein großer Begriff, ist vielschichtig, ne? Du möchtest so frei sein wie nur möglich, du möchtest mehr Leichtigkeit auch, mehr Leichtigkeit, mehr Lockerheit, mehr Freude in dein Leben einladen, mehr Erfüllung. Und wenn du nichts dafür machst, dann läuft es per Zufall. Ja? Das ist klar. Das heißt, hier darfst du auch etwas tun. Und es kann anfangen mit einem Buch. Ich habe es gerade letztens auf meinem Instagram-Profil auch geschrieben. Es ist krass, wie Bücher einem auch verändern. Weil wenn du ein Buch liest, dann kann ein Impuls drin stehen, den du wirklich kriegst, der dich berührt. Und der kann einfach deine Perspektive komplett verändern. Und so habe ich auch das Buch aufgebaut. Wenn du das Buch liest, dann ist es so, nicht du arbeitest mit dem Buch, sondern das Buch arbeitet auch mit dir, weil es ist psychoaktiv, es klingt in dir nach, es wirkt, weil da verschiedene Dinge drin sind, die, wenn du dich offen vom Buch berühren lässt, die dann in dir, und das ist wichtig, das will ich nochmal gesagt haben, die dann in dir ein Potenzial wachkitzeln, was jetzt gerade schon da ist. Kannst dir vorstellen, dieses Potenzial ist jetzt gerade da, aber durch das Lesen dieses Buches wird dieses Potenzial nochmal wachgekitzelt. Und das ist auch das Feedback, was ich jetzt schon von vielen Leser und Leserinnen bekommen habe,
Selbstverständlich sind auch Meditationen dabei. Ja. Im Lesebereich kann man sich einloggen und man kann, selbst wenn man noch nie meditiert hat, einfach mal die Kopfhörer antun und mal schauen, hey, ist es was für mich? Ich habe auch da Leute gehabt, die haben mir geschrieben, so schön, das berührt auch mich immer wieder, Leute drin gehabt, die sagen, hey, ich bin auch voll rational und ich habe noch nie meditiert und ich habe aber gesagt, komm, ich lasse mich mal drauf ein. Und dann habe ich meditiert und boah, da sind ganz viele Sachen in mir passiert und es hat sich so leicht und frei angefühlt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und das finde ich dann schön, weil natürlich ist es mein Anliegen mit dem Buch, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, aber sie auch zu berühren und so zu berühren, dass sie ihr Leben in ein einzigartiges Meisterwerk verwandeln. So wie es der Titel schon sagt, Lebensmeisterschaft bedeutet, eins mit deinem ureigenen Weg wieder zu werden und dein Leben in ein Meisterwerk zu verwandeln. Weil du atmest einmal ein, du atmest einmal aus, du atmest nicht wieder ein, bam, es ist gone. So, wir müssen der Realität ins Auge schauen. Du, ich, wir alle, wir werden sterben. So, jetzt ist Zeit, richtig beginnen zu leben. Und damit würde ich auch gerne so das Gespräch abschließen. Ja, du wirst sterben, beginne zu leben. Starkes Schlusswort. Danke, Patrick. Danke dir.